Jim Kelly and Wally Slocki, Kanada, dreimaliger Jahresmeister, ungeschlagen aus Kanada, gegen Rizu Kenji, Japan. Der Japaner kämpft den Kempo-Karate-Stil, die einzige japanische Karate-Richtung, die mit vollem Kontakt kämpft. Es soll der kleine Bruce Lee Japan sein, aber wahrscheinlich hat man in Japan Bruce Lee nie gesehen. Die hat die ganze Woche an einer Erkältung laboriert, er bekam jeden Tag Spritzen, er fühlt sich nicht in Hochform, aber Slocki ist bekannt in Amerika, in Kanada, als einer der härtesten Kämpfer überhaupt. Kenji verlor die erste ganz eindeutig und klar. Aber er ist zäh. Nach diesen Treffern, die er einstecken musste, hätte man das nicht geglaubt. Die zweite Runde geht eben. Slocki hat den Japaner eben rausgeschoben nach einer Attacke, weil er sich einen weiteren Punkt sichern wollte. So was liebt das Publikum natürlich nicht. Slocki nimmt sich jetzt Zeit, er weiß, dass der Japaner ihn nicht gefährden kann. Aber er kommt nicht zu einem Knockout. Oh, hier war er allzu achtsam und der Japaner versucht es sofort auszunutzen. Aber Slocki doch souverän, ein Routinier. Eine Punkt sichern wollte. So was liebt das Publikum natürlich nicht. Slocki nimmt sich jetzt Zeit, er weiß, dass der Japaner ihn nicht gefährden kann. Aber er kommt nicht zu einem Knockout. Oh, hier war er allzu achtsam und der Japaner versucht es sofort auszunutzen. Aber Slocki doch souverän, ein Routinier. Oh, das hat sicher wehgetan. Ein Fuß voll ins Gesicht, aber kein K.O. Kenji wieder unten und das bedeutet für ihn das sichere Aus.